Christian Etzenberg in Kaiserslautern. Ich hoffe, dass Sie uns hören können, liebe Zuschauer. Wir haben etwas Tonprobleme hier. Ein Großteil der 28.000 Zuschauer, die heute hier gewesen sind, sind immer noch da. Sie sehen es vielleicht im Hintergrund. Großer Zuspruch. Und ich darf begrüßen die beiden Erfolgreichsten dieses Spiels, den Trainer Gerd Roggensack, Uli Potowski hat es schon gesagt, und Stefan Kunz, der Mann, der heute das Spiel für Lautern wohl entschieden hat. Einen besseren Einstand, Stefan, konnte man heute wohl nicht haben. Nein, ich habe eben schon mal gesagt, dass der Einstand sicherlich optimal war. Ich bin froh, dass ich das Vertrauen der Mannschaft zurückbringen konnte. Auch das Vertrauen, das die Leute hier in mich gesetzt haben, konnte ich erfüllen. Und man darf in solchen... Das ist klar, dass die Leute begeistert sind. Ja, man darf in solchen Augenblicken des Glückes oder des Triumphes auch nicht vergessen, dass es manchmal andere Situationen gibt. Und jetzt sollte man nicht zu viel in Euphorie verfallen und das nächste Mal nicht so viel in Pessimismus. Und dann kriegen wir auch eine gute Saison hin. Ein bisschen euphorisch wollen wir doch sein. Wir wollen uns nämlich die Tore nochmal anschauen. Vor allen Dingen auch jetzt mal das 1:0, das ja nach, wenn die Regie das bitte vielleicht mal einspielen kann, nach, ich glaube, nicht einmal 60 Sekunden erzielt worden ist. Da wird er losgeschickt. Und es ist ein ganz, ganz spitzer Winkel. Vielleicht sagen Sie was dazu. Das war also so, ich habe nochmal hochgeguckt, ob in der Mitte jemand mitgelaufen ist, da war keiner und dann hat man eben nur die Chance zu schießen und am besten ist, wenn man in so einer Situation flach schießt und das hat jetzt hingehauen, ist natürlich Glück dabei, wie es überall dazugehört. Gerd Roggensack, danach, für mich etwas überraschend, hat Ihre Mannschaft das Mittelfeld doch preisgegeben nach dieser Führung. War die Mannschaft vielleicht mehr überrascht noch als Mönchengladbach? Ja, ich glaube nicht, dass die Mannschaft sich hat zurückfallen lassen, sondern der Gegner hat versucht, zum Ausgleich zu kommen und wir haben dann das 2:0 gemacht. Und ich denke, dass die Mannschaft insgesamt sehr offensiv eingestellt war. Sie hat hervorragend gekämpft, auch miteinander gearbeitet und der Sieg, der ist an sich meiner Ansicht nach zu niedrig ausgefallen. Wir hätten also mindestens 2 Tore mehr zu unseren Gunsten auf unseren Konto haben müssen. 3:1 oder 4:2 hätte dem Spiel, meine ich, besser entsprochen. Und ich kann nur sagen, ich bin überrascht, wie toll die Atmosphäre hier ist. Ich habe jetzt in der zweiten Liga gearbeitet, da war es natürlich etwas anderes und ich muss sagen, das ist ein super Publikum hier. Und man sieht ja auch jetzt noch, wie die Begeisterung ist. Ich kann nur sagen, es ist einmalig, auf dem Betzenberg zu arbeiten. Sie haben gerade das 2:0 angesprochen. Wir wollen uns das gleich auch noch anschauen. Aber zuvor noch etwas anderes. Sie hatten, ich glaube, vorher befürchtet, vielleicht etwas in Schwierigkeiten zu geraten in der Abwehr, weil Ihnen 3 Spieler fehlten. Aber das ist nicht eingetreten. Nein, wir hatten mit dem Reinhard Stumm vom Kickers Offenbach einen Mann, der heute topfit war, der auch sofort hervorragend aggressiv gespielt hat. Und auch mit dem Uwe Scheer, der sehr solide gespielt hat. Und natürlich mit dem Stefan hier, der das Match gewonnen hat heute, bin ich mit allen Neuen zufrieden, aber auch mit den Alten, die hier schon jahrelang spielen. Insgesamt haben wir eine sehr gute Mannschaft, geschlossene Leistung gezeigt. Dann wollen wir uns das 2:0 auch noch einmal anschauen, und zwar auch aus einem ganz besonderen Grund. Schauen wir gleich an den Anfang, da ist es nämlich. Gibt es da nicht vielleicht ein Foulspiel, Stefan, Hand aufs Herz, gegen den Michael Klinkert von Schalke 04? Ja, war es so, dass der Michael mich festgehalten hat oder versucht festzuhalten und ich habe mich nur losgerissen. Ich meine, wenn der Schiedsrichter das Festhalten nicht pfeift und dann kann er auch das Losreißen nicht pfeifen und die Quintessenz war halt das 2:0. Mhm. Gerd Roggensack, Sie waren nicht zufrieden, Sie nicht alleine, viele hier im Stadion mit der Leistung des Schiedsrichtergespanns. Vielleicht dazu auch noch 2, 3 Sätze von Ihrer Seite? Ja, ich habe leider das angebliche Abseitstor noch nicht gesehen. Andere Abseitssituationen, die waren vom Linienrichter irrtümlich angezeigt worden. Und deswegen war auch die Erregung sehr groß. In das Spiel war ja auf Messerschneide. Und wenn man dann laufend solche Entscheidungen hinnehmen muss, naja, das ist eben nicht so ganz einfach wegzustecken. Die linke Mittelfeldseite, Ihre linke Mittelfeldseite war vor dem Spiel vakant. Sie haben und hatten 3 Personen, 3 Spieler doch zur Auswahl. Sie haben sich diesmal für Herbert Hoos entschieden. Ja. Ich glaube, der hat in der Rolle des Schulz-Nachfolgers, wenn man das mal so sagen darf, eine sehr ansprechende Leistung geboten. Ja, Herbert Hoos hat das also auch bestätigt, was er auch in einigen Spielen in der Totterrunde schon gezeigt hat. Es war mir an sich auch ein bisschen vielleicht zu gefährlich. Wir hatten mit Uwe Scheer auf der rechten Seite schon einen neuen Spieler. Und der Frank Lille, der jetzt auch in der ganzen Zeit schon gespielt hat, das war mir ein bisschen zu gefährlich. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Entscheidung eine richtige war. Der Herbert Hoos hat mit dem Markus Schupp auf der linken Seite sehr gut gearbeitet. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Nächste Woche geht es nach Homburg. Wir haben gesehen, die haben verloren, 3:0 in Uerdingen, sind angeschlagen. Toi, toi, toi für euch beide. Vielen Dank. Und zurück nach Köln.